Hallo, wir sind auf Buchseite 89, schriftliches Rechnen. Zuerst eine kleine Aufgabe im Kopf. Was gibt 5072 minus 4238? Das ist schwierig. Wir rechnen schriftlich. Dazu schreibe ich mir die Aufgabe noch einmal auf. Hier beginnen wir mit den Einern. Achtung, Zauberwort beim schriftlichen Subtrahieren heißt ergänzen. 8 plus wie viel gleich 2? Geht nicht. 2 ist kleiner als 8. Trick. Hier schreibe ich eine kleine 1 hin. Die Rechnung nun lautet 8 plus wie viel gleich 12. Das sind 4. Bei den Einern also schreibe ich die 4. Nun geht es weiter bei den Zehnern. 1 plus 3 sind 4. 4 plus wie viel sind 7. Das waren die Zehner. Willkommen zu den Hundertern. 2 plus wie viel gleich 0? Wiederum ist 0 kleiner als 2. Du weißt schon, was wir machen. Wir notieren hier eine kleine 1. Die Rechnung nun lautet 2 plus wie viel gleich 10. Acht. 1 plus 4 gleich 5. 5 plus wie viel gleich 5? Das sind 0. Die 0 musst du hier nicht aufschreiben. Falsch wäre es nicht. Sind wir schon fertig? Nein. Doppelt unterstreichen. Aus der schwierigen Aufgabe hier haben wir dank schriftlicher Subtraktion die Aufgabe prima einfach lösen können. Viel Spaß bei den weiteren Aufgaben!